Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen Dienstagmorgen. Heute ist der 13. April 2021 und das hier ist das Horoskop des Überganges der Venus von Widder in den Stier, 14.04.2021. Bitte schaut euch das an. Die Venus als Hauptdarstellerin des Horoskopes befindet sich ziemlich genau auf der Hauptachse. Das ist einmal was Grandioses. Und das Nächste, dazu kommen wir dann in weiterer Folge gleich, die Venus. Gut, man kann jetzt sagen, das ist der Sonnenuntergang, ja, der Untergangspunkt. Aber ich würde sagen, hier erscheint es in der Öffentlichkeit. Und was erscheint in der Öffentlichkeit? Naja gut, das verrate ich euch gleich. Aber zuerst schauen wir uns einmal die Zahlen an, weil ich würde sagen, das ist jetzt jenes Horoskop, auf das ich so sehnsüchtigst und lange gewartet habe. Jetzt kommt der Durchbruch. Es schaut gigantisch aus, in Bescheidenheit ausgedrückt. Wir haben die Zahlen 14, 18, 20, nochmals 20, 22, 23 und die von mir so stark geliebte 5 nehmen wir heute auch dazu. Ja. Ihr wisst, ich liebe dieses, alleine das Bild verschafft mir sozusagen emotionelle Wallungen. Als erste Zahl haben wir die Mäßigkeit, die Bescheidenheit, la Temperance. Also hier geht es darum, dass wir halt ein bisschen kürzer treten werden, dass die Selbstrücknahme halt, wie ich auch gesagt habe, in den Gürtel ein, zwei Löcher enger schnallen. Das tut uns nur sehr, sehr gut. Es geht aber auch darum, dass wir sozusagen Gelassenheit und inneren Frieden finden. Eine durchaus schöne Karte. Der Drehpunkt dieses Horoskopes, beziehungsweise jetzt dieser Zahlen, das ist der Mond, die Täuschung. Und hier geht es halt einfach darum, wir wurden getäuscht, aber wir haben uns auch täuschen lassen. Ja? Und hier geht es ganz einfach um unseren blinden Fleck, der jetzt im Fokus steht. Und dieses Horoskop gilt bis zum 9. Juni, weil dann geht die Venus vom Stier in die Zwillinge. Also da ist sie. Da geht die Venus vom Stier in die Zwillinge weiter. An dritter und an vierter Stelle, und das ist natürlich jetzt der Hammer, haben wir die 20. Das heißt, was jetzt geschieht, ist ober, ultra, über schicksalsträchtig. Also das ist diese Periode, das ist dieses Ereignis oder diese nächsten kommenden Wochen, die sich ja schon durch die zahlreichen Mond-Monatshoroskope, ich erinnere, wir waren Merkur-Monatshoroskop, Neumond-Monatshoroskop, Venus-Monatshoroskop, was ich nicht ausgearbeitet habe, und zuletzt das Uranus. Monatshoroskop. Also es war eine unheimliche Dichte. Und jetzt kommt quasi die Erlösung, wird auch in den Karten sehr schön mit der 20 angezeigt. Also da kommt etwas Großes auf uns zu. Hier die 22 deutige ich jetzt nicht mehr als negativ, sondern sie sagt, wir sollen in die Tat übergehen. Aber ihr wisst immer, was ich mit der Tat meine. Es geht hier um Wissen. Ja? Es geht hier nicht darum, dass wir sozusagen auf der Straße jene Autoritäten auffordern, ihre uns versprochenen Pflichten einzuhalten, okay? Da wird Ursache mit Wirkung verwechselt, das mache ich sicher nicht. Weiter zum zweiten Teil, Ende.